Ein regelrechter Boom gibt es im Moment ums Gemeindepräsidium zu Walzenhausen. Gerade 12 Kandidaten bewerben sich für die Nachfolge von Hans-Rudi Benziger. Und das überrascht. Noch im März hat der Gemeinderat richtig ringen, um Leute zu finden. Was aber gerade den Posten vom Gemeindepräsidenten plötzlich so attraktiv macht, weiss Janine Keller. Walzenhausen sucht ein neues Oberhaupt. Und gerade 12 Kandidaten wollen im 2018 der oder die nächste Gemeindepräsident oder Präsidentin werden. Der Hans-Ulrich Sturzenegger von der Findungskommission hat nicht schlecht gestaunt, wo gerade 12 Bewerbungen in sein Büro geflattert sind. Es ist sehr eine interessante Palette, die zusammengekommen sind. Also es sind 12 Personen, 11 Männer und eine Frau. Und wenn ich das so durchschaue und durchgeschaut habe, hat es aus allen Bereichen. Es hat Akademiker, hat Leute, die handwerklich angefangen haben und sich aufgeschafft haben. Das Bewerbungsdossier dieses Jahr für 2 freie Stellen im Gemeinderat hingegen ist deutlich dünner gewesen. Oder besser gesagt, leer. Für die beiden Sitze hat im März in Walzenhausen nämlich gar niemand kandidiert. Dort war klar, es muss sich etwas ändern, dass die Exekutive in Walzenhausen wieder attraktiver wird. Da hat ja eine Arbeitsgruppe daran gearbeitet, um wirklich die ganze Gemeinderatssituation zu reorganisieren. Sie möchten ja auch den Gemeinderat reduzieren von 7 auf 5 Mitglieder. Das heisst auch, ein Gemeindepräsident oder eine Präsidentin muss mehr Arbeiten übernehmen als bis jetzt. Die grösste Verantwortung sehe ich auch genau der Grund, wieso die Stelle des Gemeindepräsidenten so begehrt ist. Bis jetzt liegt das Pensum von ihm nämlich bei nur 40%. Das sehe ich vielen zu wenig. Jetzt mit 80-100% ist eine Person, die sich interessiert für das Amt, ja voll für das Amt denn tätig und ist verfügbar. Und ich meine, das ist attraktiv. Attraktiv ist sicher auch die Aussicht auf den Zahltag, der sich im Frühling schon für den aktuellen Gemeindepräsidenten erhöht hat. Sein Nachfolger verdient künftig 160'000 Franken bei einer 100%-Stelle.